Gut, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Schaut haben wir auch. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Int. Ja, gut. Ja, Wenn dann ihr mache eh. ich gleich Scrolls drauf. Aber da die nur eine halbe Stunde halten. Jo, genau. Also wir machen jetzt erstmal so ein bisschen den Trash weg. Und. Achso, ich habe hier wieder den Sound aus. Moment, was ist da los? Und dann holen wir uns alle diese Roboter. So, jetzt passt alles. Dann holen wir uns diese Roboter, dass wir alle die Buffs haben und dann legen wir halt los, ne? So, mal gucken, welcher der erste ist. Ah, okay, der Trock ist der erste, den wir machen. Also ich finde eigentlich kann hier nur was passieren beim Schleimboss, ne? Wie ich das letzte Mal feststellen durfte, wenn es ganz blöd läuft bei dem vierten. Und halt beim Endboss, ne? Alle anderen können ja prinzipiell nicht viel. Nö, der Hund ist einfach nur ein bisschen richtig Positioning, dass die Kisten nicht vorzeitig kaputt gehen. Ansonsten ist echt easy. Wenn du genug Damage hast und Klassen mit Immunities oder harten CDs, ne, kannst du den Hund halt auch einfach durchtunneln. Hatte ich halt letztens auch schon so gemacht. Aber gut, das vielleicht, wenn du nicht sterben willst, vielleicht eher nicht machen. Durchzutunneln. Ja. Also ich kann halt zweimal mit der Wall easy stehen bleiben, ne? Theoretisch. Und ja, das letzte Mal hat man da auch noch ein paar andere Klassen, die da ganz gut agieren konnten. Aber man ist einfach auf safe. Ich weiß nicht, mir wurde jetzt geraten beim vierten Boss, dass du dich da zusammen an den Rand stellst, dann kann es passieren, dass diese Bots außen spawnen. Aber ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil wenn die dann alle aufeinander spawnen und trotzdem ihren Laser haben, dann kann es halt schnell laufen, dass einer einfach instant weggelasert wird, ne? Weil das ist letzte Woche bei uns passiert, das war unser einziger Tod. Da ist der Hunter halt also sie sind gespawnt und dann kam der Laser und hat den Hunter instant, also wirklich instant weggelasert und dann war der tot und dann war es halt gelaufen, ne? Ist halt echt bitter. Ja, gut, das ist dann mies. Und sonst hatten wir halt keinen anderen Tod in der Instanz, ne? Wenn du da halt Ärgerlich auf durchläufst, jeden Fall. macht das gar nicht so viel Schaden tatsächlich. Also ich bin fast zu überlegen, ob man es als Nummer sicher nicht so spielst, dass alle einfach laufen, während die Bots spawnen, dann kann das halt nicht passieren, dass du instant. Die spawnen nicht gleichzeitig, die Bots? Okay, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Hab ich noch nicht so krass auf die geachtet. Ach fuck, ich hab Inka noch drin, sehe ich gerade. Das muss ich dann gleich mal umskillen noch. Beim Endboss ist halt wichtig, dass alle im TS ein bisschen miteinander interagieren, ne? Dass wir da dann richtig klicken. Aber das kriegt ihr ja hoffentlich hin. Ich muss ja zum Glück nur den Normal Mode spielen als Tank, da kannst du eigentlich nicht viel verkacken. Ah, mit dem Charge musst du aufpassen. Bei welchem Charge meinst du? Wenn du den Boss anchargst. Achso. Ein Step zu viel und du bist Ja, schon das habe mal ich auch schon. runtergefallen. Also ich habe es einmal geschafft, da bis jetzt runter zu kegeln. Das ist echt ein bisschen knapp. Ich war auch schon mal mit dem Warrior Tank drin und der hat's geschafft. Er hat Charge gemacht, ein Step zu viel und dann lag er auch unten. Ja, weil War nicht ganz so geil. der hat halt eine riesen Hitbox, aber du chargst halt wirklich ganz vorne rein an ihn. Das ist richtig ätzend. Wenn du viele Melees dabei hast, dann hast du halt auch noch die Problematik, dass du vorne alles voll bombst. Und du kannst, also normalerweise kannst du ja um die Bomben easy rumgehen. Das Problem ist, du musst halt das Tank vorne stehen bleiben, weil sonst dreht halt der Typ durch und ja, er ätzt halt alle kaputt, ne? Also deswegen ist das teilweise ein bisschen tricky, das Tank da vorne zu moven, wenn da viele Melees sind und alles voll voiden. Gut, aber das Problem haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt einen Mili mit dabei. Ja, das dürfte eigentlich gar nicht der Stress sein. Er hat von euch noch. Warte mal, oder habe ich noch einen Folianten? Jetzt muss ich mal gucken. Ich hab welche einstecken.
60 Stück. Habe ich mein ich Ding glaub, schon. Ich glaube, jeder der Einzige, der sich hier traden kann, oder? Ja, sonst ist keiner von Ancho. Ja, machen wir den Trash mal und dann bräuchte ich nur einen Folianten. Das kriegen wir hin. Lass erstmal den Trash machen, der im Bossraum hier steht. Da hat er die letzte Woche schon das Problem. Wie bitte? Du bist. Ich hab dich. Lass uns erstmal den Trash hier im Bossraum machen, weil letzte Woche hatten wir auch dieses Problem. Achso, ja, das können wir machen. Der letzte Bot kommt ja raus, wenn wir den da hinten pullen. Oder ist das schon der letzte? Ne, das ist. Nee, das ist der vorletzte. Vorletzte, ne? Hinten haben wir noch. Ja, das ist ein guter Einwand. Dann machen wir das hier mal noch weg. Den Mann Raw. Ja, bei mir ist er genauso leise. Ich kann gleich mal gucken, dass ich ein bisschen lauter mache. Ich muss den Game Sound erstmal runterstellen. Okay. Das ist halt hier am Anfang immer so ätzend, dass du den kompletten Trash dann spielen musst, dass du die Viecher alle rauskriegst. Hier diese kleinen. Na, da hinten ist auch noch ein Bot. Also wir müssen halt am besten gucken, dass... Gut, das ist der letzte Bot jetzt schon. Also wir müssen halt gleich gucken, dass halt jeder seine drei Buffs hat. Das macht halt schon ein bisschen was nur aus. Schauen wir mal, was das für einer ist. Den brauche ich sogar tatsächlich noch. So, zwei habe ich jetzt schon mal. Ich habe einen. Int. Eins. Ja, ich. Ja, gut. Wir können ja in Hart nochmal rumgehen. Also, es gibt auf jeden Fall genug. Ich glaube, die meisten sind da bei dem Doppelboss dann, ne? Der Mitte. Achso, ja, wenn du da über die Hügel läufst, dann kannst du da einige looten. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil da sind lauter Stealth-Mobs, ne? Also da lasst mich dann vorlaufen. Sonst werdet ihr halt von denen weggenatzt. Okay, den haben wir auch. Wir machen jetzt halt erstmal einmal komplett Trash und dann legen wir los. Also da oben war glaube ich auch nochmal einer, ne? Hier. Ja, da ist auch nochmal einer. Und sogar zwei. Ich habe jetzt alle Buffs. Okay, das passt schon mal. Hier im Wasser ist auch nochmal einer. Ja, genau. Da könnt ihr jetzt schon hinlaufen. Man müsste... Wenn man ganz knapp dran ist, dürfte man nicht adden. Den habe ich schon. Jo, dann wäre anders da im Wasser. Wenn ihr addet, ist auch nicht schlimm, dann killen wir halt den Blub. Ist der nicht automatisch in Combat, wenn der geloot? Ich habe auch alle drei jetzt Krieger. Okay, wunderbar. Wir filmen. Also ich habe jetzt einen. Ja, Dido. Bist du nicht schnell im Loot, ne? Gleich mal reinlinieren. Ich bin Hexer, ich bin langsam. Oder ich töte mich selber. Ja, mach hier Dings, deine brennenden Sohlen an. Kommt bestimmt gut. Hier, warte mal, das auf da oben. Fall. Nee, das ist ein falscher. Hier auf da dem Feld sind richtig viele. Ja. Aber hier sind halt die Stealth-Mobs. Okay, da haben wir den. Die Katze, die springt halt die Leute an. Ne? Das macht halt relativ viel Schaden in Anführungszeichen. Naja, gut, oder auch nicht. Der Hexer braucht eindeutig mehr AP. Du hast doch trotzdem noch so einen großen Pool, oder nicht? Ja, mittlerweile wieder. Also, wir haben mittlerweile wieder einen passiven
Buff bekommen, wo wir 10% mehr AP haben. Okay, aber die Heilung ist nicht mehr so krass wie am Ende von Legion, ja, ne? Haben sie genervt wie Sau. Also, Warlocks dürfen nicht so krassen Selfie haben, aber das haben jetzt alles die Krieger und Demon Hunter abgekriegt. Aber ganz ehrlich, der Warlock-Selfie war ja in Ding so krass, dass du, wenn du einen Haufen Warlocks hattest, ein paar Heiler weniger gebraucht hast, weil du halt die wirklich nicht heilen musstest. Das ist richtig, aber mittlerweile haben sie es echt so weit genervt, dass du im PvP wieder richtig krass getunnelt wirst. Also, okay. Du musst entweder was richtig schnell downbursten oder, ja, du hast halt Pech. Ich weiß noch, PvE dass. PvE geht's auch noch als Affli mit den richtigen Trades, aber das sind nicht unbedingt die Trades, die du wirklich spielst. Aber jetzt, so ein Tunnelziel ist doch Ding. Oh, wir haben geaddet. So ein Tunnelziel ist doch der Warlock auch nicht, oder? So ein Destro in der Arena? Also. Wenn du den Burst rauskriegst, und das ist eigentlich meistens schon das Problem, weil du für gewöhnlich zwei Milis auf dir hängen hast. Ja. Und ja. Dann kriegst du deinen Burst eigentlich nicht raus. Also, die meisten Milis wissen schon, ah, okay, der zieht seine Rennbeste, der will jetzt bursten, dann kriegt er jetzt erstmal alles an Stunts ab und Interrupts, wo es geht, und ist schon schwierig. Wenn man Glück hat, kriegt man noch so einen Burst raus, dass man einen vielleicht downjucken kann, aber ist nicht also ganz so easy. Ich habe halt viel gegen Destro Firemage gespielt, die Kombi, die halt nichts die ganze Zeit machen, als beide ihren großen Bolt zu also hier Destro halt Chaos Bolt, der Dings sein Greater Pyro und das ganze Game machen sie nichts anderes, wenn sie es einmal durchkriegen, bist du tot. Also ich habe halt Feral gespielt und das war halt immer so ein leicht Ätz-Kombi. Also, naja. Ja, gut, das auf jeden Fall. Also Fire Mage, der geht ja momentan absolut durch die Decke. Das ist ja Wahnsinn mit den Essenzen jetzt. Es war auch vor 8.2 da hat der Destro und Affli Warlock ja auch noch ein PvP-Talent bekommen, ein Buff, wo du auch nochmal 10% mehr AP hast und 275% mehr Rüstung, damit du halt ein bisschen was gegen Milis aushältst. Ja, weil vorher warst halt in 0, nichts warst du weg. Das haben sie jetzt auch schon reduziert auf, ich glaube, 150% Rüstung, die du nur mehr kriegst. Okay. Das hilft ein bisschen was, aber man merkt halt schon, wenn da so zwei Milis auf dir rumjuckeln, bist du halt schon ziemlich schnell RIP. Gut, ich habe jetzt in 8.2 bin ich noch nicht zugekommen, dass ich Arena spiele. Ich habe jetzt halt bloß davor quasi, also letzte Season, ein bisschen was gemacht. Jetzt mit den Essenzen müsste ja noch viel mehr gehen mit verschiedenen Kombis und Burst und hin und her, ne? Also ich habe heute ein bisschen BGs gemacht und ich muss sagen, der Demo-Warlock hat mir sogar mehr Spaß gemacht im BG als Affli oder Destro. Echt okay? Ja. Arena ist total AIDS im Moment. Ein bisschen ja, als Guardian gemacht. Hier, Lexi, hey, grüß dich. Ja, gut, ich bin activated. Facing Holy Paladins, alt. Gut, Holy Paladins ist momentan auch wirklich stark. Zusammen mit Distis. Ich muss sagen, ich war ja, also ich ein bisschen Arena habe ich in der Season gemacht, ne? Ah fuck, wir hätten mal interrupten müssen. Und zwar als Guardian. Und ich muss sagen, jetzt da du mit dem Guardian wieder relativ gut Single-Target-Schaden machen kannst, also ich weiß nicht, ob du jetzt gut hoch spielen kannst, ratingmäßig, aber so ist der Guardian tatsächlich wieder einigermaßen brauchbar in der Arena. Ich hab was drauf, weil ich finde das einfach nur hart lächerlich. Also Open World kriegst du den Guardian schon mal gar nicht down. Also wenn du da mit zwei DDs draufhängst, der tötet die beiden DDs einfach mal so nacheinander weg. Und ja, genau. Nach dem zweiten Mal wiederbeleben, kriegen die zwei DDs vielleicht den Guardian endlich mal down. Das ist, keine Ahnung. Das wird schon ein bisschen dreist. Weil das krass, also gut, das Aushalten ne, war wahrscheinlich davor her ähnlich, aber davor habe ich halt, ne, 12k Single Target gemacht vor Patch 8.2, ne? Sowas. 12 mal vielleicht. So, ne? Und jetzt komme ich halt, wenn es gut läuft, auf 30k Single Target Damage. Und das ist halt mehr als das Doppelte. Also keine Ahnung. Jetzt mit diesen Essenzen und dem ganzen Zeug ist halt echt krass. Ja, die Essenzen sind schon cool. Wo ich ein bisschen noch das Problem sehe, ist, sie haben es jetzt im Prinzip wieder genauso gemacht wie in Legion auch. Sie haben es twink-unfreundlicher gemacht. Weil. Mit vielen Twinks musst du jetzt erstmal die ganzen Essenzen noch nachfahren. Und
Ja, aber du musst halt immer sehen, was willst du. Willst du halt ein System, wo du ein bisschen Aufwand reinsteckst oder nicht? Also theoretisch brauchst du ja nicht alle Essenzen, ne? Du brauchst ja eigentlich meistens deine zwei oder drei guten und die erste kriegst du ja immer ziemlich einfach. Also. Ja gut, die erste ist aber auch nicht unbedingt so, wo man sagen kann, Ja, okay, das natürlich, die ist. Boah, die erste ist schon was, also in der Arena, wenn das Heiler haben und das dreimal stacken, Alter, das macht extrem Schaden oder Heilung. Das ist schon verrückt. Ja gut, Wenn wir diese aber Flamme rein da, ne? PvE-technisch ist es jetzt nicht unbedingt ganz so easy, wenn du jetzt irgendwo noch auf einen Char rerollen willst oder sonst irgendwas. Ist nicht ganz so. Nicht getriggert, die Bots? Okay. Das alles sowieso nicht, ich habe noch nie einen Twink gehabt. Gut, wenn du nicht zwingst, ist es eh egal. Also ich bin ja jemand, der in Anführungszeichen schon jemand ist, der Twinks hat. Ich habe jetzt ja ziemlich viele Chars sogar, aber ich bin jetzt keiner, der mit vielen Twinks irgendwie krasse Sachen raidet oder sowas, ne? Also, und ich bin halt immer auch der Meinung, wenn man mit den Chars raiden will oder halt bestimmten Content spielen will, dann soll man halt auch ein bisschen was rein investieren. Ja, das auf jeden Fall. Da spricht auch nichts dagegen. Nur ich finde halt, wenn man die ganze Chose schon mal mit einem Char gemacht hat, dann sollte man zumindest für Twinks ein bisschen Erleichterung kriegen. Dass zumindest irgendwelche Teilerfolge oder halt Meta-Achievements verfügbar sind, auch für die Twinks, um da eventuell schon mal gleich ein bisschen höher einzusteigen. Gut, gegen das habe ich jetzt nichts. Also zum Beispiel so in Pandaria haben sie so ein Zeug gehabt, wenn du es mit dem Main gemacht hast, auf Ehrfürchtig war es bei einer Fraktion, konntest du so ein Item kaufen, hast du schneller Ruf gekriegt. Sowas finde ich gut, sowas sollten sie einbauen. Oder zum Beispiel diese Geschichte mit 100.000 Ehre gefarmt haben, ne? Ganz ehrlich, sowas könnte man halt auch ganz easy accountweit machen, dass du mit jedem dann die Essenz kaufen kannst. Weiß ich Richtig, nicht. genau sowas meinte ich eben. Die zwei hier vorne routen. Eingesandt. Also, bin bei diesen Bots immer ein bisschen vorsichtig. Wurde zwar selber dadurch noch nicht gekillt, aber ich habe da Leute schon so schnell rippen sehen durch. Also, das ist teilweise echt ein bisschen tricky. Das ist beim Schleimboss ziemlich. Ja. Beim Schleimboss sind die richtig ätzend. Das Problem ist, als Tank kann ich nicht von dem Boss weglaufen, sondern muss halt da Ja. weiter. Und dann hast du die Entscheidung, rennst du in den Schleim rein, in das Viech? Oder rennst du vom Boss weg? Wenn du vom Boss wegrennst, wird halt der erste vom Boss gewonshottet. Wenn ich in Schleim rein, bin ich eingeschleimt. Und wenn ich in das Ding reinläuf, dann killt mich das wahrscheinlich. Das ist halt so eine Ätz-Kombi, keine Ahnung. Warte mal, den kann ich. Bei der Unterdrückungseinheit sind die eigentlich relativ einfach, wenn wir dann einfach spreaden, weil dann ist ein. Okay, mir wurde Im genau Prinzip fehlt mir das. jetzt noch ein Bot. Es gibt drei Bots, gibt's, ne? Da oben ist noch einer. Ja, genau, drei Buffs kriegst du. Hier oben ist noch ein Bot. Weiß nicht, ob du den noch brauchst. Schweißerbot, den kann ich nicht anklicken. Dann brauchst du ihn nicht mehr. Wer ist denn Ja. das? Jetzt müssen wir mal gucken, wo noch welche sind. Hier, da in dem Gestrüpp ist nur einer drin. Brauchst Ah du ja, den noch? perfekt. Das ist der letzte, den du brauchst. Okay, wunderbar. Genau. Okay, gut. Dann haben wir alles. Dann können wir eigentlich. Warte mal, ich sollte mal den Trash looten, ne? Das gab doch mal eine Zeit, wo dir wirklich jeder Klump hinterhergeschickt worden ist, den du nicht gelootet hast, ne? Irgendwie mit der Ja. Legion war das. Und ich habe mir so angewöhnt, dass ich nichts mehr loote. Das ist echt schlimm. Mittlerweile kriegst du nur das graue Zeug hinterher geschickt, was du eh nicht brauchst. Das ist echt extrem nervig. Ich kann nirgendwo mehr hingehen. Ich habe ständig mein Postfach voll mit diesem Müll. Ja, muss es Ist es ausleeren. okay, wenn wir pro Boss so einen 5 bis 6 Sekunden Pulltimer machen, dass ich precasten kann? Ich mache einen 12 Sekunden Pulltimer, dann ist easy. Verteilen wir uns halt ein bisschen. Ich nehme Orange, und dann könnt ihr jetzt euch eure Farbe aussuchen, dann geht ihr halt einfach dahin, wo eure Farbe ist. Ich mache dann einfach gelb. Lila. Ich mache Orange. Okay. Kein Ding. Gut. Okay, dann machen wir so, die nächsten Bots spawnen, hauen wir noch mit Mass Entanglement drauf, Pulltimer Abfahrt. Ja, Dann lass die noch lass. mal sammeln hier hinten, ne? Ja, genau, Und können wir hier. machen. Wir poppen dann auch hier direkt HT. Ah, da kommen sie ja schon.
Ach, jetzt habe ich Ding nicht umgeskillt, jetzt habe ich Inka drin. Ja, stimmt. Okay. Egal. Hütet euch. Ist vielleicht bei dem auch gar nicht so verkehrt. Hütet euch. Alle rein da? Warte, ich hab doch gesagt, dass ich Orange nimm. Links wieder routen? Ich route den einen mal hier. Oh, nice. Hütet euch. Rein da. Klettern. Ist wieder einer zu Orange hier. Hütet Müsste euch. Gleich nochmal der Dings kommen. Okay, ich route den Außeren. Der Boss stirbt. Nein. Wollt euch auch DPSen, das hat nicht geklappt. Scheiß Inka. Achso, jetzt kommen die Ausreden, ne? Ja, jetzt kommen die Ausreden. Na warte, ich geb den Umskill-Buch. Ja, der kann ja nix. Jo, danke dir. Jetzt muss ich eine Minute warten noch, bis das Ding ready ist. Wer ist denn der Nächste? Schauen wir mal. Warte, machen wir ja keine AT. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Ich hab ja, ihr solltet mich doch anschreien, dass ich die Trommel. Ja, der Boss lag auch ohne AT. Alles gut. Ich hab mich vielleicht ausziehen. So besser, wir brauchen AT eh erst für den Schleim. Der zweite ist eh. Ja, eben. Der fliegt doch scheinbar zum Schleim, ja. Ja, dann lass den Schleim an. Es ist. Ich hab das. Ja. Das ist es, wenn du es nie ziehst. Der Boss liegt ohne Probleme. Ist ja. Alles im grünen Bereich. Ja, du willst halt HT beim vierten Boss haben, dass du ihn in einer Phase weghauen kannst, weißt du? Um das wird, es ist mir jetzt gegangen. Weil jetzt, sonst müssen wir halt zwischendrin, also wenn, dann spielen wir den vierten dann ohne HT oder, ja, ne? Gut, wir können auch einfach einen kleinen Moment warten, das werden dann, ja, das genau. Werden 2-3 Minuten sein, die es vielleicht dauert oder so, keine Ahnung. Ja, gut, können wir auch machen. Wo bleiben sie denn? Die Bots. Ich hasse den hier eh. Das ist ein bisschen caster unfreundlich. Ich weiß nicht, wenn du hinten stehst, Na gut, du musst trotzdem mehr oder weniger mitlaufen oder halt gucken, dass du immer in Reichweite von einem Bot bist. Okay. Pulltimer kommt. Five, four, three, two, one. Und HT. Warte mal, ich hab doch jetzt Hä? Ich hasse mich gerade selber. Ich hab doch drauf gedrückt, warum hab ich jetzt wieder nicht umgeskillt? Eigentlich hattest du noch Cooldown auf den. Dann ging's nicht. Ein Bot. Hütet euch. Sag an, wenn ihr drin seid, ne? Dass wir. Falls ihr. Seht das nicht. Ja, falls ihr geschleimt werdet. Passt auf da. Bot drin. Hütet euch. Boss gleich tot. Ja, passt auf, da kommt gleich der Shit. Blau ist jetzt. Sieht euch was, um da durchzulaufen. Boss kommen. Passt auf, nur mit die Ding. Okay, easy. 32. Ich hab schon gut Damage dabei. Ach. Es lag wieder an Dings hier. Nee, aber auf viel über 30k komme ich auch nicht im Single-Target.
Seid vorsichtig! Mechagons Kriegsmaschine scheint den Kurs zu ändern. Er scheint sich auf Bondos Hof zu... Also, den einen Gammeligen müssen wir noch machen. Ja, der ist ja der einfachste. Ja, ja, der ist außer du lässt dich halt chargen, ne? Dann, dann ist halt blöd. Würdest du mir noch... Ach nee, jetzt mache ich den Boss, ich hab eh noch Cooldown. Als... Ja, aber gib's mir erst danach, sonst verkacke ich das wieder. Ja, sicher, sicher. Also, lass erstmal die Bots spielen. So. Okay, ja, wir haben ja jetzt eh alles auf Cooldown, oder? Oder wir müssen ja dann eh gleich warten, wenn wir den spielen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Cooldowns habt. Wird alles ready, aber wir können auch kurz warten. Die habe ich alles immer ready. Immer alles ready? Okay. Eine Minute. Ah, anderthalb. Und Strexer CD hat 1,2 Minuten. Okay. Ach, ich war noch im Combat. Ich dachte mir, dass ich ganz sicher das. Stimmt, wegen den Bots war ich im Combat, deswegen konnte ich nicht umskillen. Ah. Weil ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich es geklickt habe. Also, wollen wir kurz warten? Mosin, hey, grüß dich. Auf was willst du warten? Also, warten wir noch kurz? Oder wir ja, ich habe noch 20 auf Inka, dann können wir... Und ich spiele bei dem tatsächlich mit Inka bei 2 Zielen. Da gehe ich ganz schnell auf Toilette, ich mache auf einen Folgen, falls die Bots irgendwie auf mir spawnen oder so. Ja, mach das mal. Ah, das blaue Ding gerade sehe ich schon, ja. Okay, nee, ich warte lieber, bis der Bots... Ja, bisschen gefährlich hier. Also, wenn die nächsten Bots spawnen, dann machen wir Go. Mama, Schüsse! Ja, genau. Da geht's los. Wo kommen sie denn, die Bots? Da haben wir sie. Kommen sie schon. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Hütet euch. Was den versuchen immer möglichst zu kicken. Hütet euch. Ich root den einen noch. Pass da ein bisschen auf, ich versuch's jetzt mal einen Ticken. Ah, okay, die haut eh schon wieder ab. Hütet euch. Ja, vom Schaden sieht's eh nicht schlecht aus. Hütet euch. Bots sind wieder da. Root die mal in der Mitte. Jo. Wow, er ist jetzt von Wolke zu Wolke gecharged. Dieser Arsch. Der Damage auf dem anderen. Ja gut, so schlimm ist es nicht, wenn einer... eine Lochkarte. Jetzt haben wir halt 6 Minuten, ne? Wollt ihr 6 Minuten lang warten? Gut, einer also musste, glaube ich, eh aufs Klo, ne? Alle Trials vorher war es so, wir haben es auf AT nicht gelegt, aber dann ohne Hand. Hat ist ja jetzt eigentlich auch nicht. Wenn wir jetzt quasi hier den Dings. Den Trash noch machen, dann kannst du ja aufs Klo gehen. Ja, würde ich schon sagen. AT ist eigentlich auch für den Hund eigentlich ganz nice, ne? Ja, aber hier wollen wir einfach keine zwei Phasen haben. Diese Phase ist immer gefährlich mit den Bots, mit den Strahlen und so, ne? Das ist überhaupt. Da warten wir lieber 3 Minuten. Ja, also wie gesagt, ich hatte letzte Woche den einzigen Tod hatten wir halt bei dem Gammelboss hier, ne? Ja. Das war halt ein bisschen Abfuck, dass der so viel konnte der Hunter nicht dafür, der war halt genau da drin gestanden und dann kam der Strahl und tot war er, ne? Gut, das ist halt unlucky, aber... Ja. Gut, du kannst natürlich das vorher schon sehen, wo die spawnen und dann dich ausrichten, aber ich hätte es wahrscheinlich auch verkackt, wenn ich ehrlich warten bin. Wir jetzt, oder? Ja, dann geht doch mal fix pinkeln. Man sagt zwar eigentlich, man ist konzentrierter, wenn man aufs Klo muss, ne, weil man dann mehr unter Ding steht, aber...
Schauen wir mal. Achso, und ich könnte umskillen, ja, weil hier ist tatsächlich Ding besser. Was denn? Ja, also wir müssen ja nicht ganz warten. Du hast hier die Dingsphase, also wenn es 2 Minuten sind, können wir eigentlich, denke ich mal, schon loslegen. Sowas um, oder 1,50 oder so. Ja, eben, eben. Ne? Wir müssen ja die erste Phase, Mikrofon dann noch muted. Dieses. Na, den Hack ist dich. Also. Ja, ich denke auch. Also. Nachdem, wie schnell er jetzt pinkelt. Hände waschen nicht vergessen. Ganz wichtig, ja. Allen Flasche zu. Brauchst du aber eine Flasche mit großer Öffnung? Nicht bei jedem. Ach so. Hm. Hab ich gehört. Hab ich gehört, so, so. Solange das nicht wieder so eine Shitshow wird wie eben bei der Horde beim Endboss. Ich war jetzt über eine Stunde bei dem Endboss, ne? Mit so einer random Gruppe. Richtig schön. Ja, Koordination ist nicht für jeden Mann und Frau. Aber ich hab's Mount gekriegt, ne? Das ist ja schon mal was. Ich hab nur den Helm. Den Helm habe ich mit dem Char zum Glück schon. Ah, Buffhut kann ich noch nehmen, fällt mir gerade ein. Da wir ja eh nicht sterben, ne? Ach stimmt, die halbe Stunde ist auch rum, ich kann nochmal entbuffen. Ja, das zieht sich am Anfang ja immer ungemein, ne? Bis du den ganzen Trash, den ganzen Mist gemacht hast. Gut, dann machen wir mal einen Ready-Check. Stimmt, wir haben ja auch die Rang 4 Essenz, ne? Wenn man den, Yep. Genau, deswegen bin ich ja quasi das hier am Machen. Wir haben ja sogar... Das natürlich auch, ne? Aber wir haben ja sogar einen Warlock, wir können ja... Geht das Gate nach oben auch, oder geht das nur nach unten? Jetzt. Nach unten. Ach so. Geht das nur. Ja, nach das oben, geht. Da wirst du knockbacked. Okay. So. DH kann irgendwie drüber gleiten, habe ich gesehen, recht fies. Dass das andere kann nicht auch können. Überjumpen, aber es passiert oft, dass er genau dann da das Ding spawnt und dann. Also ich stelle eigentlich lieber nach unten, weil dann den Damage auf den Boss zu bringen, ist für mich wichtiger, als da oben das, den Pillar kaputt zu machen. Und man hat eigentlich mehr als genug Zeit. Ja gut, dann können wir eigentlich loslegen, oder? Ja, let's go. Ja. Der Heiler ist auch, okay. Auch da. Also machen wir das auch so, dass wir dann spinnen, wenn die Boss kommen, ja, oder ist egal. Ja, jeder einfach aufpassen, wenn die kommen und so und genau prüfen, jeder Stunt, Snare, CC, alles. Überleben halt, ne? Besten einfach auch ein bisschen moven, da müssen wir rein. Hütet euch. Bleib stehen. Sind wir halt relativ nah beieinander. Weiß nicht, da ist der Erste. Da rein. Hütet euch. Zieh dir alles, was du hast. Nach links, nach links, nach links. Hütet euch. Okay, nice. Ja, wo muss man hin? Links, die Seite. Ach du Scheiße, diese Kackbots, ne? Das ist halt echt, echt abgewichst bei dem Boss hier. Ja, ja. Oh, der Jump. Wow, nicht schlecht. Der war nice, ne? Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Drill-Jump da auch drüber komme, da bin ich mir nicht doch, so das hundertprozentig... Doch, das müsste gehen, das müsste gehen. Ja. Aber ich hab's schon ein paar Mal gemacht, hab's verkackt und jetzt hab ich keinen Bock mehr. Okay. Das ist natürlich ein Argument. Warte, muss ich... Wir sind ja auch so hochgekommen. Wolltest du nicht so ein Gate runterstellen? Ja, hier unten habe ich eins gestellt. Warte. Ich kann auch von ganz oben eins runterstellen, aber... Ich hab's mal hier unten hingestellt für den Boss. Ah, nice, okay. Nice. Nein, das geht wieder! Oh mein Gott, ich bin so ein Vollidiot! Du hast jetzt von unten oben genutzt? Ja, hat... Shit. Drückt, was ihr noch nie in eurem Leben gedrückt habt. Ich hab's jetzt verkackt. Ich hab das untere gedrückt und hab mich wieder nach oben geportet. Da geht auch ein bisschen schade, wenn du durchnuken, ne? Das geht. Ja, durchnuken. Okay, easy. Nice. Richtig hart verkackt diesmal. Und mein Trinket war auch noch nicht ready. Ja, ich hätte es nicht pre-ziehen sollen. Das war ziemlich dumm. Aber wir haben es ja gepackt. Der Warrior Jump nach oben hat's kompensiert. Jo.
Sah auf jeden Fall gut aus, ja, der Jump. War das erste Mal, dass es direkt geklappt hat. Ja. Ich mach gerade den Achievement Run hier. Mal gucken, ob es klappt. Wir dürfen halt nicht sterben bei keinem Boss. So, okay. Jetzt hier ist gleich wichtig, ne? Wir müssen die Typen interrupten. Die hauen nämlich echt gut Schaden rein. Also diese Bomben, die müssen unbedingt interrupted werden. Ich kümmere mich um Totenkopf. Okay, detonieren. Interrupt. Keine 5 Sekunden erst wieder. Ab. Dann erst in 10 wieder. Naja, gut, sind down. Also wenn du hier gut Schaden hast, dann ist auch kein Stress. Normalerweise passiert hier auch nichts, ne? Aber wenn du beim Trash viben kannst, dann ist es eher der hier. Okay, geht mal weg da. Also ich werde am Anfang erstmal den Typen ein bisschen rumziehen. So. Schauen wir mal, dass ich mein Trinket durchkriege und dann ziehe ich den anderen einfach nur im Kreis rum. Na komm, verhau ihn. Hütet euch. Shit, jetzt macht er seinen Kack hier. Komm ran hier. So, ihr könnt den einen schon mal ein bisschen dotten. Der hat jetzt schon mal sein grobes Schild weg. Einen Schlag brauchen wir noch. Shit, ihr habt zu viel getriggert. Passt auf, der Schlag kommt hier gleich. Hat er den jetzt erwischt? Ja, hat er. Mich auch. Hast den Boss, da kann ich nicht rein damagen. Ja, da musst du, löst du sinnlos im Kreis und haust dem Bot das Schild runter. Ein Gammelboss, echt. Dann macht er noch seinen Wirbel. Können wir ja den Trash unten beim Hund ganz entspannt machen. Vielleicht brauchen wir ja 7 Minuten für den Trash. Ich bezweifle es zwar, aber... Ich bin nochmal 7 Minuten AFK. Nee, nee, also ich denke mal... Ja, normalerweise geht der Hund auch ohne HT. Ich glaube auch. Dürfte eigentlich das Problem sein. Müssen wir ja eh erstmal das Ding spielen. Also das, wir haben ja einen Log, der kann ja einen Port stellen zur Kiste und ich habe sowieso jedes Mal, wenn das kommt, meinen Jump ready, also ich bin da safe. Dann nur aufpassen, dass wir richtig stehen, weil wenn die Kiste kaputt geht. Ja, ihr dürft auf keinen Fall bei der Kiste stehen in der normalen Phase, ne? Weil sonst zerstört ihr die halt und dann ist halt ziemlich RIP. Also das ist halt echt wichtig. Holen wir hier mal den Trash langsam. Normalerweise ziehe ich hier mal alles zusammen. Aber machen wir das mal safe hier. Ich meine nur Auto-Hit. Mann, eh noch Stand. Ja, wenn du bei dem Hund halt voll durchbrettern kannst, dann spielst du eigentlich eine Phase maximal, hast du zwei. Und in der ersten Phase kann ja eigentlich nichts passieren. Im Normalfall. Ja. Nein. Geht weg von den Dingern. Die explodieren. Safety first hier.
Habt ihr eigentlich seit dem Patch auch den Bug, dass wenn ihr Infight seid, dass ihr dann nichts mehr machen könnt irgendwie auf der Map, die Bosse angucken oder sonst irgendwo hinklicken oder... Ich hab am Anfang die ganze Zeit diesen Taschenbug gehabt, also dass die Taschen nicht mehr öffnen konntest oder so ein Zeug. Das hatte ich auch. Bei mir ist eigentlich nur, wenn ich Infight bin, kann ich mein Talentefenster nicht öffnen. Ja. Okay. Also bei mir ist es manchmal noch, dass ich das Tool nicht öffnen kann. Dann wirst du für so eine World Quest Group quasi queuen und dann kannst du das nicht. Bist du wieder mit irgendeinem Scheiß wie ich Infight. Vor allem, wenn du diesen Ankoana dabei hast, ne? Richtig nervig, der Typ. Ja, gut, ständig Infight, willst halt stealthen. Das Problem ist, ich würde ihn ja weglassen, ne? Wenn du den nicht für diese ganzen Achievement-Scheißzeugen brauchen würdest. Das, ich hasse gut, es jedes Mal, wenn du irgendeinen Follower Damage, mitnimmst. Aber... Ja, du musst ja nur die drei Dailies mit dem machen, dann kannst du ihn ja wegschicken eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, aber der macht schon richtig gut Damage. Also ja, das stimmt. Und der heilt schon extrem. Ja. Aber der ist halt auch richtig auf Krawall gebürstet. Der greift halt echt alles an, was nicht mehr muss. Das ist halt das Problem. Und dann vor allem als Stealth-Klasse, wo du halt mit Shadow Meld und Wegfliegen normalerweise wegkommst, hält er dich halt oft im Kampf. Wobei, ich glaube, mittlerweile haben sie ihn gepatcht. Es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang, wo der noch ganz neu war. Also da bin ich ja ständig nicht mehr aus dem Combat rausgekommen. Aber ich mach nur noch auf Nazjatar, mach ich nur noch Azerithworld-Quests und die drei Ladies und dann gehe ich da weg, sich mehr auszuhalten. Ich hab zum Glück die ganzen anderen Erfolge schon. Ja gut, ich will halt gucken, dass ich den Ruf farm für die Paragon-Kiste, weißt du, wegen dem Mount und dem Essenzen und sowas. Da das ist auch halt Glück die Geschichte. Gehabt. Hast du das Mount schon? Die Essenz habe ich schon bekommen. Aber, warte mal, es gibt doch mehrere Essenzen, oder? Musst du die DD-Essenz, die Tank-Essenz und so holen, oder? Ist das nicht so? Ja, gut, ich bin Hex und ich hab nur eins Webcam. Ja gut, okay, okay, never mind. Du hast, das ist halt angenehm, ne? Das auf jeden Fall, ja. Wenn man nur eins Back hast, ist natürlich eine schöne Geschichte. So, 2 Minuten haben wir noch. So, wie gesagt, eigentlich kann nichts passieren, wenn ihr halt von der Kiste euch wegstellt, ne? Und ich muss mal hier den Sound von meinem zweiten WoW ausmachen, das nervt mich grad. Also durchspringen kann er ja, er darf nur nicht landen in der Nähe, ne? So war das. Ich meine ja, aber einfach von der Kiste wegstellen, dann ist easy. Dann dürfte da eigentlich nichts passieren. Der nächste kann ja auch nichts. Und dann ist halt nur noch der Endboss. Beim Endboss ist halt, ne, müsst ihr halt richtig klicken, ja? Müssen sich halt alle absprechen. Der Trash vom Endboss, der schlimmer ist als die Bosse. Ich gut, du kannst dich ja immer in die Kuppeln reinstellen, weißt du, dann ist es ja auch nicht mehr so ein Stress. Wenig Pullen da, dann geht das auch. So, 1 Minute jetzt noch. Ich habe übrigens ein 415er Lochkarten-Ding, Tempo-Crit, falls das irgendeiner haben will. Euch nicht. Gelbe habe ich letzte Woche ein bisschen reingelockt, da habe ich eine 440er bekommen mit Mastery Haste. Oh, okay, das ist natürlich nice. Werde ich auch genommen. Ja. Die erhöht ja auch den Schaden von der Lochkarte, also von der Karte insgesamt, ne? Also von der roten, wenn du ein höheres Item-Level drauf hast. Okay. So, sind alle ready? Fulltimer kommt. Na, kannst du denn da so? Also. 5, 4, 3, 2, 1. AT kommt. Lass noch ein bisschen weggehen von der Kiste. Alles, was ihr habt, drauf da. Okay, jetzt nuken. Ach, super, die ist halt genau auf uns. Haben wir Hard Mode aktiv? Ja. Ja.
Sonst hätten wir kein Slow. Geht hinter die Kiste. Safe hinter die Kiste. Ja, ich hätte auch volle alle CDs, könnte easy stehen bleiben, also machen wir mal nochmal sicher. Ja, steckt der jetzt eh. Doppelwall. Gut. Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich null notwendig gewesen, hier auf HT zu warten. Sicher ist sicher. Aber es war Standort, ja, ich hatte keinen Slow irgendwie. Ja, am Anfang war der irgendwie längere Zeit nicht da. Ich glaube, die haben den auch gefühlt, ja. Ich habe auch gehört, dass sie den irgendwie geändert haben, den Slow. Also, dass die irgendwas gebastelt haben sollen. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Die Zeit, wann der anfängt hochzuklicken. Also irgendwie soll es das resetten können hinter der Kiste, habe ich mir sagen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, der ist meistens so schnell tot, dass das irrelevant ist. Ja, du musst jedes Mal, wenn die Phase ist, dann spawnt neben ihm, musst du mal genau gucken, wieder so ein Leckerli. Wenn du das anklickst, dann wird der Debuff resettet. Ah, okay. Aber du musst es ziemlich schnell anklicken, sonst despawns. Also ich habe es gerade gesehen. Ich hab's versucht, aber ich bin nicht rechtzeitig hingekommen. Ich glaube, es muss einfach der Tank machen oder so. Okay. Also da musst du praktisch das dann sofort klicken und dann schaffst du es wahrscheinlich nicht ganz genau hinter die Kiste oder so und dann kriegst du einen Tick oder so, wenn du Pech hast. Und dann ist der Debuff weg, ne? Ah, interessant zu wissen. Hab ich doch nicht gewusst, dass du das machen kannst. So, jetzt kommt der Movement-Part, ne? Wer braucht da am längsten? Zweifel mir an Lockdowns dann. Also kannst du dein Gate durchstellen und easy? Nee, das geht leider nicht. Nee, aber er kann uns, wenn er es schafft, kann er ja den letzten porten, falls... Wenn genug Rüben sind, ja. Ich weiß nicht, ob ich porten würde, nicht, dass das irgendwie in den Achievement verbuggt, weißt du? Ich glaube mal, du hast die Instanz auch nicht verlassen und solche Geschichten. Dürfte nichts ausmachen, aber ich habe schon wegen dümmeren Sachen die Achievements nicht bekommen. Auf jeden Fall auch nicht drüber jumpen, das geht glaube ich nach oben so. Im Blizzard Spaghetti Code, da weißt du immer nicht, und dann hast du die Antwort vom GM. Ja, ich hätte mir das angeguckt, das stimmt, aber ja, bitte versuch's nochmal. Das hörst du immer. Ja. Das denkst du immer, ja, danke, dass du mir weitergeholfen hast. Das sind glaube ich so diese Standardtexte, die sie am Anfang einfach gesagt kriegen, ja, so und so, das müsst ihr antworten, wenn das und das kommt. Die haben bei diesem Arati, wo du erfolgst, wo der Gegner erst 500 Punkte Vorsprung haben muss, Und ja, wir haben es nicht. Da hätte ich jetzt eigentlich gar nicht meinen CD ziehen müssen. Oh, yeah. Ich wette den einen, dass die jetzt da so rumhatschen. Normalerweise sprinte ich da einmal durch und das hat sich. Jetzt muss ich hier richtig moven. So, also ich bin durch. Wie sieht's mit euch aus? Also ich noch nicht. Easy as fuck. Ich hab hier schon mal eine Viertelstunde gewartet, ne? Das war lustig. Da. Immer diese RP-Spieler, ne? Gehen den auch, oder? Okay, passt. Wunderbar. Ja, schön mit RP-Walk da durch, ja. Das wird noch fehlen. Genau. Das wäre noch super. Na, kommt raus. Ach, sitzen sie da drin gestunt. So, also bei dem kann ja eigentlich nichts passieren, bei dem Boss hier. Eigentlich. Wir können ja sicherheitsweise so außen die... Wort. Ja, wir können ja sicherheitsweise außen diese Teile kaputt machen, wisst ihr? Diese Kanonen. Ja. Also ich... Ja gut, die haben ja nicht viel Life, also die sterben ja normalerweise. Ach, der wird so schnell down sein, der Typ. Und bloß gucken, dass wir jetzt nicht gleich triggern, weil der hat nicht so eine... Na, obwohl es geht. 5, 4, 3, 2... One.
Ach, okay, HT muss ich ja nicht ziehen, stimmt, da war was. Ja, schaut halt, dass ihr einigermaßen... Wir können ja diese Kanonen zudotten, das müsste ja eigentlich reichen. Ah, okay, das geht andersrum diesmal. Blöd, dass ihr quasi Execute-Zeug habt, ne? Und noch sieht's gut aus. Und schon sagen gerade, ist ja peinlich, dass es Tank. Tank überholt. Na? Na? Muss ich blöderweise moven. Bada bam! Alle DDs outgedpst. 33k Single Target. Ja, hier habe ich bisher auch am beschissensten Prox bekommen. Auch deiner den Ring, den ich da bekommen habe. Warte mal, Ring. Macht denn der absorbt? Nee, ich glaube nicht. Macht kein Damage. muss noch ein paar Ranks fahren. Ich habe jetzt bei den ersten beiden Mythic-Bossen 100% Lock, ne? Muss bei den anderen Mythic-Bossen noch. Ausbauen. So, da jetzt wird's interessant. Trash und Boss, Leute, jetzt nochmal Arschbacken zusammen, weil kneifen hier. Tschüss. Das ist halt total der Scheiß bei dem Boss, ne? Es ist halt irgendwie... Einer zu schnell, einer zu langsam... Ja gut, du musst halt wirklich dich absprechen vorher, was sagen wir, hab, oder sagt man die Zahl? Eins hat, ja. Zwei hat, drei hat, ist wahrscheinlich das Beste. Pullen wir die hier ganz gechillt langsam nach hinten. Immer wenn sie ihren Kack machen, dann am besten in diese Kuppeln reinstellen, dann ist das gar kein Stress. Ich komme gleich wieder. Muss gleich wieder? Okay, dann machen wir jetzt mal hier... Zum Wichtel, wie gerne ich die jetzt da oben reingejagt hätte. Ja, aber okay, es sind alle wieder da, ne? Ja. Okay. Hast du die jetzt absichtlich geroutet? Ja, safety first, keine Ahnung. ich bin jetzt gerade überlegen, schießen die auf euch dann oder was machen die? Weil ich habe jetzt halt nicht von denen die Aggro. Machen irgendwie gar nichts außer heilen. Okay, die können wir die großen Boss auch weiter zurückziehen? Schaden, weiß ich nicht, ich glaube, die schießen da schon random. Okay, das ist scheiße. Fall da rein jetzt. Geht einfach in die Bubble dann rein. Ja, die sind halt 100% Tempo hochgebufft. So, jetzt haben wir nur noch den Endboss. Oh, ich muss nochmal Buffoot nehmen, das läuft jetzt aus. Also, es darf sich jetzt jeder mal von euch eine Posi suchen. Von hier aus gesehen, den zweiten von links, ja.
Wer kriegt es denn hin, von euch das anzusagen? Also, ich habe das bei den letzten Tries als Melee immer nur so nebenbei gemacht, falls der Ranger das nicht richtig gesehen hat, aber schwieriger als Melee, finde ich. Lieber gucken alle, ich weiß es, Melee ist es kacke, wenn ich als Tank kann ich das auch kaum machen, weil ich stelle mich dann ganz in die Seite hin, dass ihr diesen Schlag nicht abkriegt, dann sehe ich es fast gar nicht. Am besten. Also ich gucke zwar immer mit drauf, aber. Schwierig. Am besten einen Range oder Heiler das ansagen, das wäre optimal. Lasst ihr vielleicht den Worry des Guns rechts aus und dann kann er vom Boss da relativ schnell hin. Komm eh mal hin mit. Junge, war noch mal kurz AFK. Jo, alles klar. Bin ich auch noch mal kurz pinkeln. So. Okay. Sodala. Wie ist die Reihenfolge? Ist links die 1 oder rechts? So haben wir unterschiedlich bisher. Also ich hätte jetzt gesagt, dass wir von rechts anfangen. Rechts ist die 1. Jetzt stellt euch einmal alle auf eure Spots. Und dann sagt jeder einmal im TS seine Zahl an. 1. Der Heiler? Achso, von so, ja, dann bin ich 2. 3. Ja. Okay, dann nochmal. 1. 2. 3. Ja. Okay, also jeder weiß seine Zahl, wunderbar. Wie werden wir spielen? Und zwar, ich denke mal, wir haben genug Damage, dass wir ihn kurz nach der ersten Zwischenphase quasi killen können. Also jetzt diese quasi Klickphase, ne? Wenn wir das nicht haben, dann machen wir halt einen Damage-Stop und warten, bis die zweite kommt und killen ihn danach. Aber das müssen wir ein bisschen gucken, wie viel Schaden wir haben. Weil wir wollen halt nicht, dass wir dann quasi ihn killen, wenn er gerade die nächste Phase ansetzt. Dann werden wir 7 Sekunden gestunt und dann ist vorbei, ne? HT werde ich dann ziehen, wenn wir das erste Mal quasi in der zweiten Phase die Dinger geklickt haben. Dann ziehen wir T und rödeln halt voll durch alles, was wir haben. Dann müssen wir es wahrscheinlich nur einmal klicken und dann passt das. Also wahrscheinlich, also wenn wir jetzt gut im Damage sind, was ich glaube, müssen wir es einmal in der ersten Phase machen und zweimal in der zweiten Phase, schätze ich jetzt mal. Ja. Wichtig. Wer sagt an? Ja, das müssen wir jetzt noch klären, ja, genau. Wer traut sich das dann zu? Oder kriegst du es als Melee hin? Also die Idee ist auf jeden Fall deutlich besser, weil es kann ja, sein, also ich kann's machen, nur ja. Dann machst du halt da keinen Schaden mehr, scheiß drauf, keine Ahnung. Ja, du musst einfach nur auf das achten, ne? Sonst nichts. Und nicht sterben. Kannst dich ja dann in die Mitte stellen und sowas, keine Ahnung. Den Schaden, den kriegen wir schon hin. Solange das jedes Mal läuft, ist haben wir's. Dann spielen wir halt drei Phasen in der letzten Ding ist halt Latte. Und jeder einfach mit draufschauen, falls es dann nicht... Und bitte, wenn ihr sagt nicht einfach hab, sondern sagt 1 hat, 2 hat, 3 hat, 4 hat, weil die Leute kennen eure Stimme nicht und dann kann es durcheinander gehen, ne? Also sagt die Zahl an, ganz wichtig. Wie heißt das nochmal, wann das kommt? Damit ich weiß kurz vorher, wann ich hingucken muss. Ich hab das Addon nicht. Ich hab das nur in Mitschnitt. DBM sagt es auch an... Also das ja, erste... Ja, wie heißt das nochmal? Ich kann es versuchen, auch mit anzusagen, wann ihr gucken müsst. Schwerer Modus oder so. Ich glaube, schwerer Modus war das. Mit ja. Ah, ja, genau.
Okay, müssen wir noch irgendwas klären oder sind alle soweit? Wird schon Haben schief wir den gehen. Knopf jetzt eigentlich schon jemand gedrückt? Ja, ne? Ja. Sonst ist er ja nach oben. Und sonst sind, glaube ich, die Totenköpfe auch nicht im Start. So, jetzt sind wir ein bisschen aufgeregt, aber wir kriegen das hin, würde ich sagen. Pulltimer kommt. Ja. Nicht irgendwo runterfallen. Das ist das Wichtigste. 5, 4, 3, 2, 1. Er fliegt jetzt dann gleich hoch und kurz danach geht's los. Abflug kommt. Geht jetzt los. 1, 4, 2, 3. Geht hin. Eins hat. Ihr hat. Zwei. Letzte. Der letzte. Drücken. Drei hat. Ja, da Oh. ist gerade ein Bombe hingeflogen. Das war extrem. Also, das darf nicht mehr passieren. Alter. Ihr könnt den Boss nuken, das passt. Aber Leute, ihr müsst. Ja. Puh! Ihr müsst, wenn die Bomben gerade fliegen, dürft ihr da noch nicht stehen, erst dann quasi hinlaufen, dass die da nicht hinfliegen. Genau. Am besten sagt, wenn das nicht. Ich kann hinklappen, im Zweifel. Sagt die Zahl an, ich jump hin und klicke. In 5 geht's wieder los. Ihr müsst dann gleich nochmal spielen Okay, hinten. dann. Geht los, gleich. Okay, ich gucke, ich gehe nicht auf den Boss. 4, 1, 2. Drei. Die hat. Eins hat. Zwei hat. Zwei hat. Wow, knapp. Aber gut. Hat, okay, HT und alles, was ihr habt, auf dem Post. Ja. Warum geht HT jetzt nicht? Jetzt. Magnet. Kannst du es mir ansagen, wenn es kommt, damit ich Raw kommt. Ja, es dauert noch ein bisschen. Alles erst noch auf dem Boss. In 9 Sekunden. 7, 6 Sekunden, 5 Sekunden sind es noch. 3, Okay, 2. ich drehe mich um, ich drehe mich um. Zwei, vier, drei, eins. Zwei hat. Vier hat. Drei hat. Eins hat. Sehr gut, nuken. Ich nuke den Boss einfach noch runter. Das schaffen wir. Fliegt nicht, ihr dürft nicht runterfliegen. Jetzt müssen wir noch den kleinen killen. Ja, genau. Nicht mehr, wir spielen das Event nicht mehr, sondern wir killen jetzt einfach den kleinen. Einfach durchnuken. Einfach Oh mein durchnuken. Gott. Nice, Leute, ihr nice, seid Leute. gut. Geil. Sehr schön. Geile Show. Geil, wirklich geil. Ah. Ey, vor allen Dingen der Anfang war ja krank, ey. Ich dachte, es ist schon durch. Du weißt, das Alter. Knapp am Anfang. Ich hab Okay, die danke, Brille. wie wir das machen. Ich kann, warte mal, ich könnte den Kopf, glaube ich, trainen, oder? Geht das? Oh. Sehr Aber schön. die ist. Aber die Essenz habe ich nicht bekommen. Wir müssen erst noch mit. Warte mal, welcher Dude war denn das? Mit irgendeinem Dude mussten wir reden, da können wir die kaufen. Mit Prinz Dings Erasmen musst du quatschen, dann kriegst du Ja, das das. steht, meine ich, vor der Innie, ja. Ja. Oh, Leute. Boah, jetzt muss ich hier nie wieder wegen den Kack-Hardmode rein. Das Mount habe ich. Ich hab's Das auch schon Achievement mal habe ich. Gar nicht mehr rein. Feierabend. Spaß ist ehrlich. vorbei, ne? Ja. Nee, ich muss das Mount vom 4. brauche ich halt noch. Jo, danke euch allen. Ich danke ebenfalls. Ich bin Ja, beste echt. One, den ich hatte, ey. Richtig, ne? Echt angespannt war ich jetzt am Ende noch. Ja. Aber du bist als Tank ein bisschen ausgeliefert, ne? Weil du ja im Endeffekt, ja. Kein Ah ja, Einfluss ich drauf hab's hast. Ja. Warte mal. Ach so, wie kommt man denn hier raus? Kann man. Ich Kann muss man jemanden. sprechen, den Tinkmaster, ja. Einfach anquatschen. Ach so, da ist er, ja. Hier, dann So. müsst ihr den hier ansprechen. Und dann kriegt ihr das einfach umsonst geschenkt. Und Mit mit Quadrat X hier. markiert. Genau. Quadrat, achso, mit Wormut aus hast du wahrscheinlich Quadrat. Ja, Ja, genau. aber einfach den Boss, also Prinz Erasmen heißt den hier. Erasmin. Genau. So, ich habe das auch mit aufgenommen, unseren Run. Sehr schön. Ja, ich habe auch nebenbei gestreamt. Wunderbar. So, okay. Sehr gut, also, lief wirklich sehr gut. Auf jeden Fall danke für die Gruppe, danke für den Run. Ja, Jo, herzlichen danke Dank auch. euch allen, ja. Ja, vielen Dank
Ich habe vorher mit der Horde für den Endboss genauso lang gebraucht, wie wir jetzt für den ganzen Run hier, ne? Das ist traurig. Okay. Ja, aber ich habe zumindest hab ich da das Mount gekriegt, ne? Ja, das war eine Truppe. Das war eine Truppe, ich sag's euch. Schauen wir mal. Essenz noch reinbasteln. Sehr gut. Ja, das kostet halt 4 Essenz. Echt? Ich habe schon ein paar mittlerweile. Ich habe auch schon 100.000 ehrenhafte Siege gebastelt. Das war eine Aktion. Wie hast du das denn? Einfach nur epische gefarmt oder was? Unter anderem. Aber ich habe auch viel geleached, muss ich zugeben. Dann bei 2 Accounts. Ach so.